Sophie Templer-Kuh entdeckt erst sehr spät in ihrem Leben, wer sie wirklich ist. Die Tochter von Otto Gross, österreichischer Psychoanalytiker und Anarchist. Otto Gross will mit der Psychoanalyse die Gesellschaft revolutionieren, die alte, patriarchale Ordnung stürzen. Doch Sigmund Freud widerspricht ihm. Ärzte sind wir und Ärzte wollen wir auch bleiben. Gross bricht aus allen bürgerlichen und gesellschaftlichen Zwängen aus und lebt um 1910 in der Monteverita-Kommune in Ascona. Die gilt heute als Wiege der Alternativkultur. Er experimentiert mit Drogen, hat mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen. Mit nur 42 Jahren stirbt er 1920 in Berlin. Das Holz muss wohl schon da gewesen sein, wie mein Vater noch durch diese Tür gegangen ist.